Du bist der Affe. Na freilich, bin ich doch Gorilla, Alter. Was ist los, Gorilla Gang? Ich habe eine Banane dabei. Oh. Scheiße. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Wir spielen heute Streets of Rogue. Mit dabei ist der Schakal. Ich begrüße ihn zunächst. Hallo. Grüße zurück, Lumpy. So, ich konnte dich überzeugen, hier mal mit reinzugucken. Streets of Rogue ist, wie der Name schon sagt, ein Roguelike-Game. Das heißt, hier werden die Level zufällig generiert und was man da macht, ist alles quasi so zufällig und man rennt hier rum, versucht von Etage zu Etage zu kommen. Bis man in der letzten Etage angekommen ist. Hier ist es so, dass wir in die nächste Etage zu können. Hier oben auf der Karte sieht man, warte, ich mache die Karte Grow. Kann ich die Karte Grows machen? Ja. Hier ist die große Karte. Hier unten fangen wir an, am Eingang. Am Ausgang geht es natürlich raus. Und damit wir den Ausgang benutzen können, müssen wir Missionen erfüllen. Das sind diese lustigen Dinger hier. Das wäre einmal alle Schalter betätigen und einmal einen Muffin klauen. Geile Scheiße. Und das machen wir jetzt auch. Du bist der Affe. Ich bin der Gangster. Jeder Charakter hat hier verschiedene, wie heißen die nochmal, Eigenschaften. Verschiedene Stärke, verschiedene Vorteile, verschiedene Nachteile. Mein Vorteil ist zum Beispiel als Gangster von Creepy, dass ich meine Gangmitglieder einfach rekrutieren kann, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass die gegnerischen Banden sofort heiß auf mich werden und mich kaputt hauen wollen. Bei dem Affen weiß ich nicht, was der Vorteil ist. Ich weiß nur, was der Nachteil ist. Besondere Fähigkeit ist bei mir Ur-Überraschungsangriff. Halte die Spezialtaste gedrückt, um einen vernichtenden Angriff zu starten. Ansonsten Anfangsmerkmale, sprachlich stört, ich kann kein Deutsch. Ich bin übelriechend. Ladeninhaber wollen, dass du gehst. Menschen schließen sich dir nicht an. Oh. Ich kann keine Schusswaffen benutzen, weil ich einen Stummelfinger habe. Und Experte für Teambildung, das heißt rekrutieren von maximal 3 Anhängern. Und ich bin wie ein Panzer, dadurch wird der Rückstoß verringert und Wissenschaftler greifen mich bei Sichtkontakt sofort an. Jo, die sind voll hot auf dich. Ja, und meine Bananen, wenn ich die fude, bringen die mir doppelt so viel Gesundheit. Mhm. Ah, guck mal hier, der Gangster von Vlad, der ist mir feindlich gesinnt, weil ich halt gegnerische Bande bin. Ich habe eine Pistole. Ei! Boah, krass. Ich hau dir mal richtig in auf den Sack hier. Affenkampf! Ich will Blut sehen. Geil, Whisky. Kiste. Meins. So. Ah, die ist leer. Was war da drin? Da war drinnen. Warte, hier können wir auch mal ganz kurz das Inventar sehen. Eine Paralysierfalle. Die werde ich mir gleich mal zuweisen. Und eine Bulle Whisky. Und ein Freunderufer. Oh, du hast einen Freunderufer? Den habe ich auch. Rufe Freunde in deiner Nähe. Damit sie dir aus der Patsche helfen. Man kann ja auch in den Mülleimer kramen teilweise und sich da Sachen rausholen. Es gibt hier verschiedene Sachen, zum Beispiel den Verkaufomat, wo du dann Items verkaufen kannst halt, um dann Geld zu bekommen. Mit Geld kann man sich Sachen kaufen. Und wir machen jetzt hier einfach mal die Mission, würde ich sagen, oder? Na, aber... Wollen wir die Sneaky Beaky like machen? Wir können das machen, ohne dass der uns mitkriegt, der Spimmel da oben, die Wache. Der Spimmel. So, warte mal kurz, ich kram mal ein bisschen. Ich hab nichts, was hier. Okay, Mülltonne ist leer. Da ist ja nur der eine Dude. Ist nur der? Warte mal, kann ich den ablenken? Hallo? Na jo, du kannst den ablenken, wie geil. Mach weiter. Oh nein! Warte. Hey. Oh, er hat dich gesehen. Ne, der war dann doch nicht so abgelenkt, wie es sein Schade. Ne, der hat genau in dem Moment gerade weggeguckt. Dafür ist das jetzt hier meine Spur. Was haben wir denn drin? Der hat Geld. 19 kann Geld. Ich, warte mal, kann ich eigentlich ganz aggressiv für die Bände durchboxen? Ne. Erfüllte Mission. Jetzt müssten wir ein Item bekommen haben, theoretisch. Ich habe einen Fensterschneider bekommen. Hast du den auch? Nope. Ah, okay. Ich bin immer noch bei dem, was ich habe. Also wahrscheinlich bei dem, der die Mission erfüllt. Wir können sie mal oben bei dem Muffin. Ich würde gerne den Muffin. Du bist viel schneller als ich. Naja, hallo? Tierpaar und so. Ich bin ein Affe. Achso, du willst dich paaren. So, ich habe jetzt erstmal noch eine Banane geschmankelt. Jetzt kann ich die Bananenschalen benutzen, um Gegner darauf ausrutschen zu lassen. Das knockt die förmlich aus. Wo ist denn hier der Eingang? Der war oben. Echt? Hier unten ist auch noch einer. Aber hier ist eine Überwachungskamera. Überwachungskamera ist nicht das Problem. Ich komme mit. Ich hab noch 13 Schuss. So, warte. Ich kann auch mal versuchen, mit meinem Spezialangriff hier den Typen wegzuknallen. Oder ich paralysiere den einfach mal. Warte mal, das machen wir jetzt mal. Affenpower!
Also mein Spezialangriff ist jetzt nicht so die Messe. Ich könnte hier oben ein bisschen Hilfe brauchen. Aua! Mark kommt zur Hilfe. Ey, der haut mich mit seinem Baseballschläger, boah. Jetzt war mir mal einen krassen Leck gehabt, ja. Zack. Nimm dir den Baseballschläger, dann kannst du den so richtig hauen. Ja, wenigstens den kann ich benutzen. Was meinst du mit E-Mail lesen. Das wäre unhöflich. E-Mails dürfen wir nicht lesen. So, super geil. Ich habe jetzt eine Bananenschale. Lass mal eben die Leichen verschwinden. Freudig. Oh shit. Ja, nicht das Problem. Ich habe schon die. Oh Leute. Ja, come on, come on. Der Typ da, der muss hierher kommen. Los, komm schon. Komm schon. Warum bewegt er sich nicht? Gorilla Gang. Warte, wollen wir so klatschen, oder? Warte mal. So, moin. Messer. Oh. Au. Oh, hab ich die down? Ich hab noch 42 HP. Warte, hier. Ich probier mal. Warte mal, left. Hä? Was? Right Trigger? Wie kann ich den. Oh, ich will den Whisky fallen lassen. Ja, ich spiel's mit dem Controller, muss mich da noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Wenn ich jetzt X drücke, benutzt das, glaube ich. Oh ja, übrigens, man kann das bis zu 4 Spieler spielen an einem Computer. Und übrigens ist das Version 21b der Alpha. Hier, da. Gute Whisky! Ist der Reinhain. Ich dachte, wir haben die Kamera kaputt gemacht. Nee, ich habe bloß das Geschütz kaputt gemacht, was dann geschossen hätte. So, das wären alle Missionen gewesen, aber wir könnten zum Beispiel oben noch zu der Truhe. Man kann sie übrigens teleportieren, wenn man die Karte aufmacht und dann da hinklickt. Das geht aber nur, wenn du nicht in einem Raum bist. Willst du jetzt schon in den nächsten Level? Ich wollte mir jetzt hier noch ein bisschen von dem Ladeinhaber zum Beispiel kaufen. Was kaufen? Nee. Ja, oh, nein! Da los, oh Helfer. Gott! Ah. Was ist das? Hast du einen Hund, Alter? Was ist los mit dir? Oh, was ist denn hier los? Affenpower! Oh, ich krieg auf die Fresse. Ich hab meine Freunde gerufen. Jo, Gorilla Gang. Was? Ernsthaft? Wie geil ist das? Das ist eine Panikreaktion. Das ist mega nice. Ich hab den Schlüssel. Ich hab nicht den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Du hast den aufgenommen. Aha! Was haben wir denn hier? Boah, ich hab Kokain gefunden! Genauigkeitsmodifikator. Warte mal, kann ich dir den geben? Kokain, putsch dich auf, mach dich schneller. Wie ein weißer Philosoph mal bemerkte, ist es eine höllische Droge. Okay. Bring mir einen Bonus, dass ich schneller bin für 30 Sekunden. Oh geil! Den Genauigkeitsmod kann ich ja eh nicht benutzen, weil Stummelfinger. Ich erwähne es gerne nochmal. Da habe ich eine genauere Pistole, das ist ja ganz schön nice. Warte mal, Waffen nachladen. Kaufe ich mir neue Moon für die Pistole? Ja, komm. Ich muss auf jeden Fall gucken. Alter! So, lass uns mal ins nächste Level steppen. Jo. Ich glaube, ein bisschen Chaos haben wir hier noch angerichtet. Ich bin Coca schnell. Zack, zack. So. Wenn euch das Spiel gefällt, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Dann spielen wir das nämlich noch ein bisschen weiter. Ansonsten, ich habe jetzt selber gedacht, vielleicht so 2, 3, 4 Folgen, irgendwas so in der Richtung. Weil, es gibt schon eine ganze Menge zu sehen, obwohl es noch in so einer frühen Alpha-Phase ist. Oh, fuck! Fuck off! Ich hol meine Kumpels! Los, Kumpels! Oder nee, meine Kumpels sind noch am Start hier. Gorilla Gang und so, ich sterbe aber gleich. Wenn ich nicht. Aua! Ich hab auch nochmal 12 HP. Warte, Bananenschale. Hier, nimm dir den Whisky. So, Moment. Den werde ich mir gleich mal reinschnabulieren. Wow, scheiße, wir sind gleich down. Du, das ist gerade echt hart auf die Fresse. So, wie sollen wir den gucken? Das ist ein Freund von mir. Der wird mich nicht angreifen, glaube ich. Echt? Trotz, dass sie eine Knarre hat? Ja, aber da steht verbündet. Da ist ein Bulle. Wache ist auch verbündet. Heißt das, ich kann hier einfach reingehen? Ich probiere das aus. Ja, warte mal, ich habe einen von den Schlägern gefunden, die uns gerade angegriffen haben. Komm her, Sack. Revanche! Ey, schließ da auf meinen Gorilla-Kumpel! Jetzt rennt den Polizist hinterher. Jo, Digga! Vielleicht bin ich gerade gestorben. Ach jo, du bist ja hier. Guck mal da. Oh. Yay, thank you! So. Ja, ich habe aber auch nur noch 10. Komm mal her, jo, ich habe. Ja. Ich habe eine Pistole gefunden mit 0 Munition. Wer macht denn sowas? Hey, ich versuche meinen Loot gerade mal wieder zu holen. Jo, ich bräuchte mal was zu essen.
Bin aus Versehen nämlich auf eine Falle getraden. Getraden? Mhm. Du bist der Traitor. Ich bin der Traitor? Nicht lustig. Yo, Affengang. So, ich hack mich jetzt mal. Ich hab jetzt hier mal. Geil, hier ist eine Banane. Ja, ziemlich cool. Die greifen mich ja wirklich nicht an. Ich kann hier reingehen und kann meinen Stuff maken. Ich hab grad erstmal einen Kühlschrank gelootet und mir eine schöne Banane rausgezogen. Fenster schneller und nein, okay. Verschlossene Türen öffnen. Mein Gorilla-Kumpel hat mich mit seinem Leben verteidigt. Wie geil! Ich musste den nicht mal angreifen. Die Wache hat einfach den Typen kaputt gemaked. Super cremig. Du, ich hab einen Cheeseburger. Jawohl, schmeckt dir den. Ich bin nämlich auf 100 gerade. Ich hab nämlich ein Level abbekommen. Ja, ich auch. Ich bin auf 140. Hey, Gangster. Schließ dich mir an. Ich guck mal, was noch zu tun ist. Die Kiste hast du schon aufgemacht? Jo. Hier rechts so. So, es geht jetzt weiter. Dann könnte ich mir mal einen Loot wiederholen. Das finde ich cool. Ich habe auch gleich eine Mission erfüllt und habe dafür irgendwas bekommen, nämlich Geld. Wir müssen als nächstes noch ein Testament einstecken und jemanden, einen Barkeeper töten. Ja, der Barkeeper, das ist lecker. Denk immer schon. Barkeeper, den habe ich direkt mal durch die Wand gebrüllt. Oh, okay. Let's do the police. Wie geil. Au. Ich glaube, bei den hackt's. Hier ist noch ein Schlagstock, falls du haben möchtest. Und hier oben liegt noch eine Schrotflinte. Alles mitnehmen. Oh, geil. Die Flinte. Was passiert hier? Wie du siehst, ich habe den Barkeeper hier durch die zwei Wände durchgeprügelt. Weiß gar nicht. Das ist schön krass. Aus Gründen. Aus Gründen? Jo, mein Dude ist auch wieder am Start. Geil. Wo bist du? Was müssen wir noch machen? Ah. Der Typ wird durch die Wand boxen. Ich hab den noch nicht mal gesehen. Oh shit, Boller. Alter, was ist denn mit dir los? Ich hab doch eine Flinte. Oh, Testament habe ich eingesteckt. Ich snack mir mal. Was habe ich denn jetzt hier? Warte mal, was ist das? Nimm dir ein paar Sachen mit, die du dann eventuell mal verkaufen kannst. Wir können uns hier noch eine Bonusmission holen. Das gibt Chicken McNuggets. In den Chicken McNuggets übrigens kann man sich nämlich neue Sachen kaufen. Also neue Sachen, die man freischalten kann. Ey, wo rettet der hin? Bleib doch mal hier. Hallo. Was ist denn mit ihm? Das frage ich mich. Müssen wir den prügeln oder was? Achso, anquatschen. Wir müssen jemanden, einen Barkeeper neutralisieren, annehmen. Soll ich denn wieder durch die Wand prügeln? Aber diesmal will ich es sehen. Übung. Ich hab da gerade Übung drin. Hallo Polizei, wir haben nichts gemacht. Ich habe nur eine Pistole. Du bist so viel schneller als ich, das ist krass. Ja, ich weiß gar nicht mal, wie ich, für alle, die jetzt neu zu gucken oder hier allgemein Streets of Rock noch nicht kennen, den Gorilla gibt's nicht mit Anfang an, den hab ich durch irgendwas freigeschaltet, frag mich aber nicht durch was. Kann ich mich ja durch die Wand boxen? Alter, lol. Huch. Polizeischlagstock, bam! Jo, Dudnowski ist tot. Also mir kannst du keine Schlagstöcke etc. in der Hand geben, du siehst, was draus wird, ne? Die rigoros prügel ich dir durch die Wände. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich den durchs Fenster wegboxen kann. Münzautomat. Oh, Basie. Da boxe ich dich hier. Geld. Du, Alter. Piss dich. Oh, war deiner. Huchala. Ja, also wenn du hier wirklich Knüppelverstärkung brauchst, ich bin voll am Start. Hier ist noch eine grüne Mission. Warte mal. Achso, hier, ich kann ja kein Deutsch sprechen. Ich kann den nicht anquatschen. Achso, lol. Echt jetzt? Du kannst deswegen die Mission nicht machen? Nein, ich kann den nicht ansprechen. Das ist ja witzig. Bekomme ich noch die Nuggets oder was? Oder hast du die auch bekommen? Ne, ich hab. Ich weiß ich auch nicht. Warte mal. Schaka. 5 Nuggets habe ich gekriegt. Unten rechts im Feed. Sieht aber auch hier. Guck mal, da unten der Wissenschaftler, der hat mich gesehen. Naja, die mögen mich nicht. Woher muss der hin? Der ist hier unten. Hä? Der ist in dem Haus drin. Bei mir ploppt der andere wurde weg. Was ist da los? Okay, wir sind hier halt noch in einem frühen Stadium des Spiels. Na, super geil. Also ich habe, wenn du brauchst, ich habe einmal kölnisch Wasser, ich habe eine Spritze. Cheeseburger. Wie viel hab ich hast du? Keiner weiß, was. Ja. Also ich habe jetzt eine Spritze, aber weiß keiner, was sie macht, ne? Ja, man kann die beim Wissenschaftlern, kann man die identifizieren lassen. Oder mit einem Identifizierungsstab. Oder man probiert es halt einfach aus. Guck mal, hier sind noch Mülleimer, die hast du noch gar nicht reingeguckt. Da war nämlich Pfand drin und 3 Geld. Hallo Polizei.
Du bist witzig. Wissenschaftler greifen mich sofort an, wenn die mich sehen. Das ist ja das Witzige. Oh, hier ist noch ein Basie, den nehme ich gerne mit. Und ich würde sagen, ja, warte. Oh. Ich kann nicht mitkommen, ich muss dieses Gebiet schützen, hat mein Kollege gerade gesagt. Müssen sie eh zum Fortfahren. Genau. Und ab und zu mal bekommt man nämlich mit jedem Level-Up kann man sich ein neues Merkmal aussuchen. Das ist eine zufällige Liste. Laser ignorieren nicht, finde ich gut. Raffinierter Verhandlungsführer. Gegenstände im Leben kosten weniger. Mhm. Drogen auf Ex, alle Spritzen werden erkannt. Das nehme ich. Dann gibst du mir die Spritze und dann sehen wir, was die macht. Ja, ich mache mal schneller Nahkampfangriff. Ich bin ja so schon stark im Nahkampf, da würde ich das direkt vorziehen. Der Abschnitt wird generiert. Der Abschnitt. Da ist er. Oh, 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 oh. Was? Mörder? Was? Mörderbotter? Oh, scheiße. Auf der Karte sieht man jetzt hier so einen Roboter und der ist hinter uns her. Der will uns ans Leder. So, warte mal hier. Ich flack dir immer noch die Spritze raus. Draußen ist er. Also, das ist eine Säurespritze. Das wäre jetzt nicht so günstig gewesen, wenn ich mir das habe ich gespritzt hätte, wa? Vielleicht. Moin, raus hier. Was willst du denn aber? Man sollte nicht immer gleich Stress anfangen. Aua. Nee, man kann das auch ein bisschen geschmeidig machen. Alter! Bam. Ich bin gleich tot. Bam. So, warte, ich geb dir was zu essen. Hier ist eine Flint. Nee, warte, ich hab noch immer kölnisch. Oh, ich bin wohlriechend. Achtung, der Roboter kommt gleich. Hier ist eine Flinte. Hier ist eine Flinte und. Oh, ich hab aus Versehen den Cheeseburger aus Panik gegessen. Ah, ist nicht schlimm. Ich nehme mal den Basie unten noch mit. Hast du einen Schlüssel bekommen? Da oben die Tür aufmachen? Oh, Achtung, da ist der feindliche Roboter. Ich hab einen Dietrich am. Nee, ich hab den Schlüssel, ja. Mach den mal auf und hol dir die Truhe. Sneak Peek, Moment. Oh, oh. Ah! Hier ist ein Mörderroboter! Der will uns ans Leder, pass auf! Ah! Alter, hat er eine fiese Knarre? Der hat einen Raketenwerfer. Wieso hat der einen Raketenwerfer? Ah, es kommt direkt auf mich zu! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Boah! Lass mich raus hier! Ich komme nicht weg! Lass mich raus hier! Lass mich raus hier! Der kommt zu mir! Hilfe! Warte! Gut, da war ich dann dran mit Bam Bam Bam! Und den besiegen? Wenn du schaffst, ich bin dann ganz. Wow, 10. Jawohl, er hat sich selber gedamaged. Au. Versuch den, dass er in die Wand schießt. Nee, es klappt nicht. Ah! Lass uns abhauen. Ja. Was? Wann kommt der immer noch, oder was? Ich brauch was zu essen. Ich kann dich nicht mal wiederbeleben, weil ich zu wenig HP hab. Ich lauf dir erstmal hinterher. Ich find ja nur Steine. Die kannst du auch essen. Lies dich mir an. Ja, ich hab einen Cheeseburger gefunden, come on. Bam. Und jetzt nicht so viel Stress. Nee, warte. Achtung, er kommt. Ja, der Roboter kommt. Shit. Ich versuch grad. I'm just going away. Ich sammle mein Loot ein. Fuck. So, ich hab mein Loot wieder. Eine Schachtel kippen. Dieser verrückte Roboter, ey. Ah, sie ist leer. Ah, die Mülleimer sind leer. Habe ich die schon gelootet? Mann, bin ich ein Bock. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da oben. Versuch den hier irgendwo abzulenken. Der ist noch da oben, wo wir gerade eben waren. Gut, mit 12 Health wird das nicht wirklich was. Achso, das bist auch nicht du. Ja. Oh Gott, da kommt der Robo-Man. Haust du den gerade? Nö, ich punch ja gerade wen anders weg. Wow! Ha! Okay, ich bin da. Ich will ja nicht wissen, was da bei dir gerade abgeht. Levelerhöhung. Warte. Hä? Bleib stehen. Ja, oh, Scheiße. Nein, der kommt. Okay. Ich bin direkt eine gedrückt. Fuck. Dann nur meine Fäuste. Den Tresor habe ich schon geöffnet. Da bräuchte man eigentlich nur. Da ist nur Kohle drin. Ich bin schon wieder tot. Scheiße. Warte mal, kann ich den Typen hier durch die Wand? Nee, gut, okay, kann ich nicht. Also chill deine Base. Aber zum Glück ist der Robo langsam. So, warte mal, da ist eine Kiste, wa?
Achtung, Police! Fuck! Hau ab! Mach dich vom Acker, du Fucker! Ey, box ja nicht meine Items durch die Gegend. Ja, ja. So, warte mal, Polizeischlagstock brauche ich mal. Hol dir den Cheesy. Shit. Cheeseburger weggesnackt. Hier ist ein Ghetto-Blaster. Ja, das ist meiner. So, warte mal. Zack, Junge. Komm an, Junge. Jetzt würde mich interessieren, ob du mich durch die Wand wiederbeleben kannst. Achtung, der Robo kommt von oben. Also, jetzt, da ist er. Nein! No! Wie geil. Ja, lieber Leute, das soll es vielleicht für die erste Folge gewesen sein. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen hoch da und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Bis zur nächsten Folge. Juhu, bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.